Hi zusammen! Ich merke, dass es viele schöne Muster aus Stickerei für Hanfu gibt. Ja, sie sehen so schön und fein aus. Heute werde ich eine Meisterin für chinesische Stickerei in Beijing besuchen und mir schauen, wie sie in moderner Zeit chinesische traditionelle Kunst weiterentwickelt und verbreitet. Gehen wir! Beijing-Stickerei wird auch Palaststickerei genannt und gehört zu den vielfältigen Schulen der chinesischen Stickerei. So wie der Name schon sagte, diente sie zuerst dem Kaisertum oder Beamtentum in Beijing. Sie hat alles Feine der anderen Schulen eingenommen und sich nach dem Geschmack des Kaisertums zum prächtigsten und ordentlichsten Stil entwickelt. Die Farbe ist ein wichtiger Teil der Beijing-Stickerei. Es gibt 5 Hauptfarben, hellblau, weiß, gelb, rot und schwarz. Diese passen auch harmonisch zusammen. Die goldene Farbe ist hervorragend, besonders für die Muster von Drachen und Phönix. Natürlich hat jedes Muster verschiedene glückliche Bedeutungen. Liu老师是不是现在有好多外国朋友对咱们这个精绣也感兴趣呢? 倒是还挺多的，有来自英国的呀，然后还有美国的呀，就是他们可能也是慕名而来，然后觉得可以是不是尝试一下绣一绣中国的刺绣是什么样的。随着这个疫情的这种放开呢，就是慢慢的可能就是一些来中国旅游的这些团队，比如说体验一下燕京八绝呀，体验一下中国传统刺绣呀，然后我也会给他们做一个这种小的这种 VIP 体验，就是给他们一起沏着茶，然后放着音乐，焚着香，然后一起绣绣花，对对对啊，然后深入的体验一下咱们中国这种有氛围感的这种手艺。Im Frühling blühen die Pfirsichbäume jetzt in Beijing und deshalb habe ich eine Pfirsichblüte auf meinem Fächer. Wie sieht ihr aus?